Ganz herzlich willkommen bei grün-und-gesund.de. Ein ganz besonderes Interview heute. Wusstest du, dass 95% der Bevölkerung mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert sind? Heute spreche ich mit der Ärztin Sarah Bergmann. Schon das zweite Mal, dass wir ein Interview zusammen machen. Und wir gehen der Frage nach, warum der Virus bei chronischen Krankheiten eine sehr wichtige Rolle spielt und was für der teilweise dramatische Folgen eine Nichtbeachtung dieses Virus im Epstein-Barr-Virus für Folgen haben kann. Herzlich willkommen, Sarah Bergmann. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Ja, danke schön, lieber Andreas, für die Einladung zum Interview. Wir sind ja das zweite Mal heute schon zusammen. Das heißt, wir haben einmal ein Interview gemacht vor einiger Zeit zum Thema, warum werden wir chronisch krank? Was können wir dagegen tun? Wer es noch nicht gesehen hat, soll sich das unbedingt anschauen. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, sich das anzuhören, was du dazu sagen hast. Wer dich noch nicht kennt, du bist Ärztin in der Forschung oder in der klinischen Forschung und du bist auch selbst Betroffene von langjährigen chronischen Krankheiten. Und bevor wir jetzt in dieses Thema reingehen, das Interview reingehen, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, ganz am Ende des Interviews gibt es etwas zu gewinnen. Es lohnt sich also, bis zum Ende dabei zu bleiben. Okay, ja, Ärzte, die Götter in Weiß, man denkt ja immer, wenn jemand Arzt ist und dann krank wird, dann sollte es gar kein Problem darstellen, denn als Arzt hat man ja sozusagen das Wissen schlechthin, wenn es um Thema Krankheiten geht, oder man hat wenigstens gute Beziehungen und kann sich da gut helfen. Als du gemerkt hast, bei deinen chronischen Krankheiten, wo wir gleich noch drauf eingehen, dass das Wissen, was du hattest, was du gelernt hast, dass das irgendwie nicht hilft, bist du zu dem Punkt gekommen, hast gesagt, hier jetzt einen Schritt weiter, ich verlasse das, was ich gelernt habe und werde selber aktiv, übernehme Verantwortung und fange an zu forschen. Und dabei hast du wirklich ganz viele spannende Sachen rausgefunden und darum wird es heute auch gehen, auch um den Epstein-Barr-Virus. Ganz, ganz interessante Geschichte. Ja, ich würde sagen, zum Einstieg erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was über die Ausgangssituation. Also was waren so deine Beschwerden und wie hast du dich anfangs behandelt? Ja, ich hatte seit Kindheit mit Sinusitis gekämpft, aber das ist nicht dann dabei geblieben. Was ist das genau? Sinusitis ist dann Entzündung von Nasennebenhöhlen und auch habe ich auch häufige Ohreninfektionen gehabt. Und dabei blieb das aber leider nicht. Und dann habe ich dann in 1992, als ich mein drittes Staatsexamen gemacht habe und ich in eine stressige Situation war, habe ich einen Hörsturz gekriegt mit Tinnitus. Dann ging es weiter im Jahr 2000, als ich wieder in eine stressige Situation war, habe ich dann eine Art Nervenbrennen gehabt und dieses Nervenbrennen war so massiv und das war ein Grund, dass ich dann versucht habe, irgendwie die Ursachen zu finden. Natürlich habe ich dann versucht, mich dann einfach so damals symptomatisch zu behandeln, aber ich konnte nicht damit dann weiterkommen. In Jahren nachher habe ich dann weitere Beschwerden gehabt, wie zum Beispiel Schopfungszustände, Konzentrationsschwäche, ganz resistente Rückenschmerzen und Fibromyalgien und dann Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Herzrhythmusstörungen, Gastritis und Helicobacter pylorus positiv. Und manche fragen mich, ob ich dann mich mit HPU auskenne. Das ist eine Hämopyrolactamurea. Das habe ich auch gehabt. Und letztendlich landete ich bei Immunschwäche. Und diese Immunschwäche wurde auch in Uni Freiburg irgendwie bestätigt. Und dann musste ich dann wöchentlich Immunoglobulin kriegen. Irgendwie 6 Monate war ich dadurch dann infektionsfrei. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Körper zur Gesundheit gezwungen wird. Und das war nicht der Weg. Gut, dann auf einmal habe ich entschieden, alles wegzulassen, alles abzusetzen. Und dann habe ich gesagt, setz dich, recherchiere. Ja. Du musst weitergucken. Ich habe ein kleines Tochter, ich liebe meine Tochter, ich wollte dann weiterleben. Ich habe gesagt, recherchiere weiter. Und also das heißt, zu dem Punkt ging es dir richtig, richtig schlecht, ja? Das ging mir ganz schlecht. Ich denke, ja, ich war beinahe mit dieses Nervenbrennen. Das war ganz schlimm. Und wie äußert sich das Nervenbrennen? Was ist das genau? Ach Gott, als Kind habe ich dann Herpes Zoster gehabt. Das ist Gürtelrose. Ich vergesse dieses nie. Das ist dieses virale Brennen. Ich stand, ich denke, als Kind unter die Dusche in der Nacht, damit
das Brennen nicht fühle. Und das war das gleiche Brennen. Deshalb habe ich immer allen meinen Kollegen gesagt, das ist ein Zoster. Das ist Zoster, das reaktiviert worden ist. Also es ist ein Virus, Zoster, ne? Ja, das gehört zur Herpesfamilie, genauso wie Epstein-Barr-Virus. Wir haben in der Herpesfamilie zum Beispiel Herpes simplex 1, das ist ein Lippenvirus, was dann viele haben und die als harmlos betrachten. Ne? Und dann haben wir dann Herpes simplex 2, das ist ein Genitalherpes. Und dann, wir haben dann Gürtelrose oder Zoster und dann haben wir auch Epstein-Barr-Virus und weitere Viren in dieser Familie. Ne? Ja, und jetzt dieses Nervenbrennen, also das heißt, brennt der ganze Körper, wie kann ich mir das genau vorstellen? Als ob, ja, Nerven in Flammen, ne? Das ist so ein Feuer, ne? Und das hat sich dann, das hat sich im Brustkorb angefangen, dann war es dann in meinen beiden Ohren, wo ich immer meine Beschwerden hatte. Dann habe ich auch damals meinem HNO-Arzt gesagt, wissen Sie, ich habe jetzt im Magen-Darm-Trakt brennen, Herzbrennen und auch in meinem Ohr. Das ist alles eins. Dann hat er gesagt, okay, gut, wegen anderer Sachen müssen Sie bei anderen Ärzten melden. Ich bin nur vor Ort zuständig. Aber das war alles eins. Das hat jahrelang gedauert, bis ich festgestellt habe, die waren tatsächlich die Viren, Epstein-Barr-Viren, Zoster-Viren oder was alles sein kann. Und letztendlich eine endgültige Therapie, die mich dann zur Genesung gebracht hat, ist eine antivirale Therapie. Das heißt, wir sind jetzt genau an dem Punkt, und das ist auch, denke ich, die große Erkenntnis, wo wir jetzt gleich weiter darauf eingehen, dass ein Virus tatsächlich verantwortlich sein kann für chronische Beschwerden, für Nervenbeschwerden, für viele verschiedene Sachen. Nehmen uns ein bisschen mit rein in das Thema. Erzähl uns ein bisschen dazu. Ja, als ich mein Leben umgestellt habe, ne, dann wusste ich, ach Gott, der Körper ist übersäuert. Diese Begriffe kannte ich überhaupt nicht als Ärztin. Das waren wahrscheinlich so die ersten Schritte, die du gemacht hast, ja? Genau, der Körper ist vergiftet. Dann habe ich versucht, mich dann zu entgiften, zu entsäuern. Ich habe mein Leben total umgestellt. Ich habe jeden Tag 2 bis 3 Liter Säfte getrunken. Ich habe jede Menge Rohkost gegessen. Und es ging mir auch gut, ne? Aber irgendwie, etwas war falsch, ne? Weil ich habe bemerkt, ich dachte mir, wenn ich dann jetzt wieder mit der Sache aufhöre, ne, dann werde ich vielleicht genauso krank sein. Ja, ich habe auch bemerkt, zum Beispiel, wenn ich auf Rohkostmesse gehe oder auch dann, dann viele Nüsse esse. Ne? Ich konnte nicht verstehen, warum ich Nüsse esse und dann krank bin. Das heißt, du bist von der Rohkostmesse zurückgekommen, hast leckere Sachen noch gegessen und danach? Ja, war ich wieder krank. Ja, weil ich hatte dann dort jede Menge Nüsse gegessen. Man setzt automatisch tierische Eiweiße ab. Man hat Hunger und in jeder Ecke im Haus habe ich auch Cashewkerne gehabt. Dann lernt man, wie man Mandelmilch produziert und Hanfsamen sein angeblich, Walnüsse und alles. Aber tut mir leid, nach Stress. Stress ist das größte Faktor, was dann zum Wachstum von Viren führt. Ich meine, die wecken sofort die Viren auf. Und sobald sie wach sind, schauen Sie mal rum, was dann zum Essen gibt. Und leckere Speise sind die Nüsse. Ne? Und die Nüsse sind nicht dann, unser Essen sagt auch Dr. Siegfried Pagel, wenn man gesund ist, vielleicht dann 2 Walnüsse am Tag oder 4, 5 Cashewkerne. Aber jetzt nicht, dass man Fleisch absetzt oder auch Mehl und Mehlprodukte absetzt, aber dafür dann die Nüsse, ne, vor Teig, dann kommen dann hier rein und dort rein. Das ist dann, die Nüsse haben und auch die Samen haben eine Aminosäure. Diese Aminosäure heißt Arginin. Arginin ist ein Wachstumsfaktor für die Viren. Die Viren lieben Arginin. Und deshalb für die Therapie ist richtig, dass man lysinreiche Sachen einnimmt. Lysinreiche Sachen, ja. Lysin ist auch eine Aminosäure. Normalerweise muss man, wenn man gesund ist, 3-mal mehr Arginin nehmen als Lysin. Aber wenn man die Viren hat, muss es umgekehrt sein. Mindestens vor einer vorübergehenden Zeit, weil der Körper braucht auch Arginin. Aber Arginin führt dann zum Wachstum von Viren. Und sie können leider nicht zwischen Arginin und Lysin unterscheiden, so dass sie Lysin aufnehmen und sobald sie Lysin aufgenommen haben, können sie sich nicht mehr vermehren. Ja, das ist dann die Sache. Und deshalb braucht man dann lysinreiche Sachen und dann muss man sich erkundigen, Lysin ist dann im Gemüse, Obst und da muss man dann arginin-reiche Sachen, vor allem die Nüsse, weglassen. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Also du hast jetzt gesagt, das reine Entgiften oder die reine Ernährungsumstellung auf Rohkost, auf ja, Dinge weglassen wie Zucker und so weiter und Weißmehl und Käse oder das Reinigen allein des Körpers, das reicht nicht oder das sind alles Schritte, die du gegangen bist, aber es hat dich weitergebracht, ja, es hat eine Verbesserung herbeigeführt, aber es hat dich nicht geheilt. Oder kannst du diese Erkenntnis, diese Schritte nochmal vielleicht ein bisschen noch herausstellen? Wenn die Viren da sind, braucht man unbedingt ein bestimmtes antivirales Diät, unbedingt. Und dann man braucht auch antivirale Therapie. Was sind dann diese antivirale Therapien? Es gibt dann Komponenten wie zum Beispiel Rotalge, wirkt perfekt gegen Viren. Dann Astaxanthin, OPC, Reishi. Die sind alle Sachen, die man dann gegen Viren anwenden muss. Und dann das Problem mit den Viren ist, wo sie merken, Immunsystem ist stark und sie sind jetzt aufgedeckt. Dann fallen sie in eine Art Dornröschenschlaf. Das heißt, sie zeigen, sie schlafen. Wenn sie in diese Schlafposition kommen, der Körper kann sie nicht mehr sehen. Also, dann kann er auch nicht dann dagegen kämpfen. Aber Gott sei Dank, die liebe Natur hat uns dann Süßholzwurzel gegeben. Ja, und Süßholzwurzel ist ein Element, was auch die Viren im Schlaf attackiert. Ne? Mhm. So. Oder auch zum Beispiel Obst, was dann ganz, 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 ganz gut gegen Viren wirkt. Und deshalb muss man bei antivirales Diät unbedingt das anwenden. Das ist Granatapfel. Es gibt auch Studien, wo sie zeigen, dass man dass Granatapfel die Viren tötet. Ne? Mhm. Das ist jetzt jede Menge in dieser Zeit. Deshalb, ich bringe alle Seminarteilnehmer in meinem Seminar, wie sie Granatapfel schälen können. Letztes Jahr habe ich das auch dir gezeigt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Obst. Und deshalb empfehle ich dann allen dann so viel Granatapfel essen oder auch Kokosnüsse. Ich konnte auch nicht verstehen, warum es mir gut geht, wenn ich Kokosnüsse esse. Ich habe die ganze Zeit nach Kokosnussmilch Anteilen und Stoffen in Google gesucht. Warum geht es mir so gut? Und jetzt weiß ich, Kokosmilch hat Monolaurin. Das ist ein Stoff, was auch in Muttermilch gibt. Und die Kinder, die gestillt werden, die werden nicht einfach krank. Warum? Wegen dieses Monolaurins. Und Kokosmilch hat auch diese Monolaurin. Und es gibt ein Produkt namens Lauricidin. Und Lauricidin wirkt auch dann sehr gut gegen Viren. Deshalb muss man bei der Therapie nicht nur entgiften, entsäuern, sondern eine Stufe höher gehen, entviralisieren, sage ich, das ist mein eigener Begriff, das heißt die Viren vernichten. Und dafür braucht man ein bestimmtes antivirales Diät und eine bestimmte antivirale Therapie. Wie bist du darauf gekommen, dass die Viren so eine wichtige Rolle spielen, dass das reine Reinigen des Körpers bei chronischen Krankheiten und bei vielen anderen Krankheiten nicht ausreicht? Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist ja erstmal eine Information. Also was ich mal so, ich hatte ja auch früher viel Probleme mit solchen Geschichten, mit Aften im Mund, ja, diese Löcher, die tierisch wehtun und 2 Wochen dauern, bis sie weggehen. Und was ich immer gehört habe, ist, wenn man das einmal hat, diesen Virus, dann man hat's und ja, meistens eine Immunschwäche und dann kann der Körper nicht so gegen vorgehen, aber es wird immer wieder kommen, da kann man nichts gegen machen. Doch, man kann dagegen was tun. Ich habe in den letzten Jahren kein einziges Mal Herpesbläschen gehabt. Das war ganz. Ja, das geht mir genauso. Ich habe es genau so umgestellt. Seit meiner Umstellung ist es auch verschwunden bei mir. Das merkst du auch. Meine Neurodermitis war weg. Meine ältere Schwester hat auch Neurodermitis gehabt. Ich bin immer als Kind davon ausgegangen, das ist genetisch bedingt. Das ist Quatsch. Ich meine, unsere Genetik ist nicht gegen uns. Auch bei Autoimmunerkrankungen. Man sagt, dass die Viren sehr oft Autoimmunerkrankungen verursachen können. Das können wir auch, den Begriff Autoimmun können wir auch vergessen, dass der Körper eigene Zellen irgendwie eingreift. Wir müssen das so, wir sehen das auch bei Entgiftung, Entsäuerung, wenn wir Essen umstellen, unser Körper versucht sich immer zu heilen. Ein Körper greift sich nicht an. Deshalb können wir diesen Begriff vergessen. Aber ich vermute, wenn eine Zelle durch ein Virus versklavt ist, diese versklavte Zelle greift mich an, aber nicht meine eigene Zelle. Diese Zelle ist nicht mehr meine eigene Zelle. Epstein-Barr-Virus hat 120 bis 230.000 Basenpaare. Im Vergleich zu unserem hochwertigen DNA, der hat 3 Milliarden. Aber dieses Virus ist in der Lage, sich mit unserem DNA zu verknoten,
der setzt sich, der drängt sich ein, der ist ein undankbarer Gast, der ist aber für mich ein Informatiker-Virus, der setzt sich im Zellkern, der programmiert die Zelle um, der möchte, dass die Zelle unsterblich wird. Was für ein Programm ist das, wenn die Zelle nicht mehr abstirbt? Das ist Krebsprogramm. Epstein-Barr-Virus wird sehr oft mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht. Mhm. Man sieht auch bei vielen Tumoren einfach so Epstein-Barr-Viren. Ne? Ja, Epstein-Barr-Virus wird mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Mit MS, mit Tinnitus. Ich hatte Tinnitus gehabt. Ich habe nie im Traum gedacht, dass ich diese Musikkonzerte nicht mehr höre. Aber ich bin jetzt glücklich. Rechts höre ich das überhaupt nicht. Links ganz minimiert. Weil, okay, mein Essen habe ich nicht 100% umgestellt. Aber solche Sachen, dann freut man sich. Ich habe Fibromyalgien gehabt. Ich habe ganz therapieresistente Routine-Schmerzen gehabt. Und deshalb sage ich allen Leuten, hey, wenn ihr nicht mit Routine-Schmerzen jetzt fertig seid, denkt ihr an den Viren. Ja, die Viren können die Nerven entzünden, genauso im Ohr oder auch dann in anderen Körperteilen. Sie haben Neurotoxine und diese Neurotoxine können im ganzen Körper den Körper vergiften und man kann sie dann bekämpfen, man muss die auch bekämpfen. Also das ist ja erstmal sehr, sehr hochspannend, was du jetzt hier in aller Kürze der Zeit hier so raushaust, sag ich mal. Also wirklich, dass Viren so einen gravierenden Einfluss haben können. Und Fakt ist ja, dass das Thema Viren weitestgehend vernachlässigt oder nicht beachtet wird, wenn es um diese chronischen Krankheiten geht. Also zumindest ist mir da in die Richtung noch nie was über den Weg gelaufen. Auch was du sagst, dass Nüsse Futter sozusagen sind für Viren, habe ich auch so noch nie gehört, ja. Das heißt, ja, wir brauchen überhaupt nicht dann falsch zu ernähren. Viele jetzt an Schwermetallen, Pestizide. Nein, setze dich und denke negativ. Dann hast du ausreichend Futter für die Viren. Also das heißt, du sagst, die Viren ernähren sich auch von negativen Gedanken. Also negative Gedanken heißt Stress. Stress heißt Adrenalin, erhöhte Cortisol. Und die sind gerade die Sachen, die führen in eine Kaskade zum Wachstum von Viren. Okay. Und habe ich auch in meinem Protokoll angefangen, mit dem Stressabbau, dass wir auch richtig atmen, dass Sauerstoff reinkommt. Stress ist ganz, ganz wichtig. Stress müssen wir auf jeden Fall abbauen. Und nicht in diesem artgerecht ernähren, aber artgerecht denken. Denken wir daran. Die Tiere in Natur, die haben 10 Minuten am Tag vielleicht Stress, weil sie hören Geräusche, sie haben Angst, sie rennen. Wenn man rennt, Adrenalin wird abgebaut. Stress ist dann okay für diese kurze Zeit. Und sofort hat man eine Adrenalinproduktion und dann kann man rennen oder kann man kämpfen. Aber wir kämpfen nicht, wir müssen stehen bleiben. Und dann schlucken wir ganzen Stress. Und dann nicht nur 10 Minuten, sondern von morgen, früh bis Abend haben wir Stress. Ne? Und wir haben dann Ängste, wir haben dann Sorgen um Vergangenheit, um Zukunft. Ja Gott, ob wir Rente kriegen, und dann was läuft am Arbeitsplatz, ob die Arbeit, und dann dann gibt's dann Trennungen, alle möglichen Stresssituationen, ne? Und wir sind auch meistens unbeweglich. Wir können nicht dann rennen, wo man rennt. Adrenalin ist auch ein Protein, der wird abgebaut. Aber und dann diese Adrenalin ist nicht dafür gedacht, dass wir ganze Zeit die im Einsatz bringen. Und deshalb ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir Stress abbauen, dass wir Stress bewältigen können, dass wir das Leben einfach so locker nehmen. Und dieses wichtiges Faktor, den Viren wegnehmen. Jetzt haben wir verschiedene Sachen. Also du hast einmal gerade das Protokoll erwähnt. Das ist so eine Zusammenschrift, wo wir gleich vielleicht noch drauf eingehen. Was mich jetzt mal interessieren würde, ob du vielleicht so ein Erfolgserlebnis oder irgendeine Geschichte uns mal bringen kannst von jemandem, wo du wirklich da Erfolge auch mit erzielt hast, mit dem, was du gerade so erzählst. Also wie spiegelt sich das wieder, wenn du da gegen die Viren vorgehst? Was kann man damit erreichen? Ja, ich habe dann viele Beispiele. Zum Beispiel, ich habe eine Seminarteilnehmerin gehabt, die hat dann therapieresistente Routine-Schmerzen gehabt. Bei ihr konnte ich dann viel ändern und sie wurde auch in vielen Hinsichten beschwerdefrei, aber Rückenschmerzen waren nicht weg. Aber seitdem ich dann die Infos über Viren und insbesondere über Epstein-Barr-Virus hatte, habe ich gesagt, du musst unbedingt eine antivirale Therapie durchführen.
was sie nun gemacht hat, sie hat Rotalge genommen. Es gibt Rotalge, ja. Rotalge, ja. Es gibt ein Produktname Gigatina, das ist perfekt, das ist für mich perfektes Mittel. Und natürlich auch dann Lysin-Tabletten, habe ich gesagt, das Arginin führt dann zum Wachstum, Lysin ist umgekehrt. Und dann, sie war dann in 3 Tagen beschwerdefrei. In 3 Tagen? Ja, und dann hat sie natürlich gesagt, wenn sie sündigt und auf einmal war sie bei den Freunden und dann hat sie Reis gegessen, Weißreis. Weißreis ist ganz schlimm. Und wie gesagt, Mehlprodukte und rotes Fleisch, die führen alle zum Virenwachstum. Deshalb, diese Sachen muss man dann weglassen. Und auch dann Nüsse und Gänse, diese Zeug, ne, das ist dann nicht unser Essen. Die müssen wir auch weglassen.